Lass mit dem denn los. Ja. So. Wie gesagt, geht hier wirklich steil bergauf. Kein Spielkram. Ja, die Mountainbike-Geschichte mache ich jetzt auch erst seit kurzer Zeit. Bin also noch nicht so im Training. Auf jeden Fall noch nicht im Ansatz zum Training. Ja, das war was zu essen. Kleine Fliege verschluckt. Proteine, ne? Richtiger Biker. Und der freundlich grinst, hat er alles Fliegen zwischen den Zähnen. Oder wie war das noch? So. Ach, ja, Schwie. Ja. So. Weiter geht's. Wir sind hier in Rindhellen auf dem Weg zum Klippenturm. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Aber für den, der sich nur das Video anguckt hier, vielleicht ganz informativ. Ja, ist eine sehr schöne Anfängerstrecke hier. Auf jeden Fall für mich als Anfänger angenehm zu fahren. Wie schnell oder wie langsam man rauf und runter fährt, ist einem ja selbst überlassen. Muss man ja selber wissen. Allerdings für einen Anfänger ohne E-Motor vielleicht doch nicht so geeignet. Es sei denn, man macht viele Pausen und hat viel zu trinken mit. Ich natürlich intelligenterweise nicht. Denn wenn mein Flaschenhalter abgebrochen ist und ich jetzt hier durstig auf meinem Rad sitze, naja, ein bisschen Spucke und dann läuft's. Oh, jetzt geht's wieder richtig steil. Aber geht, aber auch nur dank E-Motor. Ansonsten würde ich diese Strecke hier mit Sicherheit nicht meistern. Sorry, aber Fliege in der Nase. Sehr unangenehm. Naja, einer habe ich schon verschluckt. Einer hätte ich beinahe eingeatmet. Auch nicht schlecht. So, steil. Ein bisschen Dampf machen. Geschafft. Aber es nimmt gar kein Ende. Es nimmt gar kein Ende. Ich bin wahnsinnig. Jetzt wünscht man sich einen Daumengas. Einfach nur Gas.